Hallo, hier ist wieder Patrick. Heute mit dem ersten Video einer anderen Reihe. Kein Unboxing-Video, sondern wir schauen uns mal Post an. Und zwar kam das heute mit der Post von Wizards of the Coast. Ich habe meine Adresse mal abgeklebt. Und jetzt schauen wir uns mal an, was uns hier erwartet. Ich glaube, es ist was ganz Besonderes. Aber bevor ich sage, möchte ich mir sicher sein, dass es auch das ist, was ich erwarte. Und falls es das ist, schauen wir uns danach auf dem Monitor nochmal genau an, was das eigentlich bedeutet. Und ja, es ist es. Es ist die Secret Lair Drop Series Godzilla Länder. Da habe ich im April oder Mai 5 Stück von bestellt. Fünfmal die Godzilla Länder. Die kamen ja zusammen sozusagen mit dem Ikoria Cycle, der auch. Naja, mit dem Godzilla-Franchise zusammenarbeitet. Da gibt es ja diese Special-Promo-Karten. Und da gab es eben auch diese Secret Lair Drop Series. Was Secret Lair ist und wie man das auch bestellt, das zeige ich euch noch im zweiten Teil des Videos am Monitor. Und einige davon habe ich einfach gekauft, um sie liegen zu lassen und später zu verkaufen. Das ist hier absolut keine Anlageberatung, sondern ich erzähle euch einfach nur, was ich gemacht habe. Aber eins davon möchte ich jetzt mal mit euch gemeinsam aufmachen und dann schauen wir uns mal an, was da so drin ist. In den Secret Lair Editionen von 2019 bzw. Anfang des Jahres gab es auch immer noch eine versteckte Karte. Am Anfang war es ein wenig überraschend für alle, dass sie da drin ist. Jetzt erwartet es man es fast und es sind sogenannte Stained Glass Planeswalker aus War of the Spark. Mal schauen, was hier drin ist. Ich habe schon eine Vermutung, weil ich ein, zwei Unboxing-Videos dazu gesehen habe. Aber vielleicht werden wir auch überrascht. Also die Verpackung an sich ist richtig schön. Von außen fühlt sie sich auch richtig hochwertig an. Hier Fettfinger werden auch abgebildet. Und das ist sie von innen. Es ist ein wenig überflüssige Verpackung. Vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, dass das hier 5 Standardländer sind. Und hier unten ist noch eine verborgene Karte. Es sind 5 Standardländer, zwar in voll mit Godzilla-Artwork, aber nichtsdestotrotz sind es 5 Standardländer. Das ist die Ebene. Eine richtig schöne Insel. Im Hintergrund Godzilla. Man sieht, dass das Thema zieht sich durch. Das hier ist der Sumpf. Ich gucke auch mal so nach der Qualität der Foils, aber ich finde, es sieht gut aus. Mountain. Ich glaube, das ist das einzige Godzilla-Artwork, wo dieser Drache drauf ist. Ich habe keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht so gut aus. Und das hier ist der Wald. Also ich finde sie richtig schön. Jetzt, wenn man sie alle nebeneinander sieht, dann ist auch klar, was was ist. Am Anfang wusste ich jetzt nicht, ob das hier Ebene sein soll, aber ich finde sie eindeutig, ich finde sie richtig schön. Und ich habe davon 5 Stück. Die haben damals 29,99 € gekostet. Und das zur Seite. Jetzt gucken wir nochmal, was unsere Planeswalker-Karte ist. Nissa Who Shakes the World. Das ist auch der Planeswalker, den ich bisher in allen anderen Videos gesehen habe. Also wird es vermutlich diese Godzilla-Länder nur mit Nissa zusammen geben. Gar nicht so gecurlt. Also über Secret Lair wurde in der Vergangenheit schon viel gesprochen. Dass die Qualität der Foils eben nicht so gut sein soll. Da kommt diesen Sommer, oder da kam diesen Sommer auch noch das sogenannte Summer Super Drop Bundle. Da sind 4 verschiedene Secret Lair Produkte, die konnte man dann erwerben mit einem Enemy Color Fetchland als Belohnung, wenn man alle gekauft hat. Mal schauen, ob da auch wieder so eine Random Karte drin ist. Ich mag es immer jedenfalls, wenn die so eingepackt sind. Und dazu muss man trotzdem sagen, irgendwie geht Wizards immer ein bisschen mehr in die Richtung Lootboxen. Also wenn jemand von euch da draußen mal FIFA gespielt hat oder auch Fortnite oder so, da kann man sich mit echtem Geld optische Verbesserung seines Charakters kaufen. Und das ist nichts anderes, was Wizards hier macht. Also die verkaufen für 30 Euro 5 Standardländer, die sonst, sagen wir mal, großzügig 50 Cent alle zusammen kosten würden, weil Leute eben Bock haben, ihr Deck ein bisschen aufzupimpen. Und ja, ich denke, das wird uns in der Zukunft immer noch mehr verfolgen oder begegnen, dass Wizards eben einfache Produkte
zu Premium-Produkten macht und dafür einen Premium-Preis auch verlangt. Heute ein kurzes Video, einfach mal ein kleines Unboxing der Secret Lair Drop Series The Godzilla Lands. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Kommentare, eure Anmerkungen in die Kommentare, lasst ein Like da und folgt dem Kanal. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.